Hallo Welt, da sind wir wieder. Pink EOS. Ja, so der Name des Außenpostens. Pink EOS hat uns und wir haben in diesem Biom alles an Flora, alles an Blümchen erkundet. Da fehlt noch die Fauna. Ein paar Tiere sind noch hier in diesem Biom zu finden. Oder wenigstens ein Tier. Und da gehen wir jetzt mal auf Erkundungstour so ein wenig. Etwas, das wir schon längst machen wollten. Ja, einsammeln müssen wir jetzt nicht unbedingt so viel. Ein paar Pflanzendinger würde ich vielleicht noch mitnehmen wollen, weil wir da jetzt einen Skill genommen haben, der uns ein paar mehr Pflanzenteile dann ermöglicht, ein paar mehr Pflanzenteile auf einmal einzusammeln. Aber jetzt gerade, ja, wenn wir zufällig mal vorbeikommen, so wie hier, können wir ja was mitnehmen. Wobei ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, dass hier irgendetwas. Ja, doch zwei sind dazugefügt worden jetzt, ja. Ist dann wohl auch randomisiert. Für uns. Toxine. Ja, Dichtmittel. Wir brauchen noch eine Pflanze. Die bekommen wir aber wohl woanders. Okay. Dichtmittel. Nährstoff, oh, da war's. Ja, aber das war nicht. Wir haben doch die Pflanzen aus diesem Biom, haben wir doch alle. Moment, das war jetzt irgendwas anderes gerade, der Sound. Botanik, sammle 20 organische Ressourcen von Pflanzen. Du gewinnst mehr rare organische Ressourcen aus Pflanzen und erhältst durch den Scanner schneller Informationen über sie. Das wäre schon nicht schlecht. Das andere ist Zoologie. Ja, ich denke, wir nehmen tatsächlich jetzt mal nochmal diesen Botaniker. Ein Punkt sparen wir uns lieber auf. Oh, ein guter Planet hier für unsere. Da hatten wir echt Glück. Also ich muss sagen, wenn ich mir so die anderen Planeten angeguckt habe, da ich habe noch nie einen anderen Planeten gesehen mit so vielen Pflanzen. Neun unterschiedliche Pflanzen. Nee, acht unterschiedliche Pflanzen, neun unterschiedliche Tiere. Das ist wohl dann wirklich eher selten. Ja, bei den vielen Tieren, die wir jetzt gerade gar nicht sehen. Oh, sammle.
Ja, da kommen wir doch mit dem Link auch schnell durch. Ja, ich meine, ich will da jetzt nicht durchrushen. Das ist immer schade, wenn dann nachher nichts mehr passiert. Von mir aus könnte das immer so weitergehen. Mit dem Skillen. Boah, da ist ja echt eine Pflanze neben der anderen hier. Das ist ja ein echtes Vergnügen, hier mal Pflanzen einzusammeln. 25 in so kurzer Zeit, in 5 Minuten 25 Pflanzen hier gesammelt. Das muss man auf einem anderen Planeten erstmal hinbekommen. In 5 Minuten. Oh, hoppla. Oh, nicht so gut. Ja, die Schwerkraft ist auch ganz angenehm hier. Da ist ein Lebenszeichen. Da ist ein Gebäude. Da ist eine spuckende Kermisbeere. Und Botanik abgeschlossen. In unter 10 Minuten. Ich find's gut. Du gewinnst mehr ausgefallene organische Ressourcen aus Pflanzen und erhältst durch den Scanner schnelle Informationen über sie. Und Rang 4. Du gewinnst gelegentlich zusätzliche rare Ressourcen aus Pflanzen und erhältst durch den Scanner schneller Informationen über sie. Ich würde ja gerne. Aber da bin ich einfach doch zu sparsam. Und in Anbetracht der Lage, dass das so schnell geht hier mit dem Einsammeln, denke ich, das können wir dann auch sehr schnell bequem machen, wenn wir mehr Skillpunkte zur Verfügung haben. Jetzt gehen wir zu einem, naja, egal, zu einem Lebenszeichen hier, vielleicht später dann auch zu dem Gebäude. Aber Pflanzen können wir doch auf dem Weg dorthin weiter einsammeln. Wir brauchen doch Dichtmittel, brauchen wir jetzt gerade nicht so viel, aber Toxin auch nicht. Membranen bräuchten wir viele.
Was haben wir denn für ein Leiden schon wieder? Das sehe ich hier gar nicht. Gesundheit sieht doch gut aus. Status. Keine Statuseffekte drauf. Ja, gescannt. Hier können wir nichts einsammeln. Nährstoff, ah, das ist gut. Für unsere Küche, Struktur ist gut, Nährstoff ist gut. Oh, was ist das denn Interessantes? Neues ökologisches Merkmal. Ist das giftig? Da müssen wir doch ein Bild von machen. Ja, das reicht. Ja, das ist doch ganz spannend jetzt. Oh, da ist aber noch irgendetwas. Das war gar nicht dieses rote Zeug, das hier so interessant ist. Das hier ist viel interessanter. Davon gibt es hier zwei. Die Ranken filtern Nährstoffe aus der Luft und Boden und geben Sinnesreize an die Mikrobenkolonie weiter.
Intelligente Mikro... Mikrobenkolonien. Da brauchen wir noch mal ein Bild. So, ja, schön. Dann geht's mal weiter. Vielleicht erfahren wir so, wo das nächste Restaurant liegt. Vielleicht, ja, wer weiß das schon. Das mit dem Klettern gefällt mir auch richtig gut, dass man jetzt hier so klettern kann in Fallout. Da haben sie doch was Schönes reingemacht hier. Aua! Schön.
Schön, dass du die Drecksarbeit übernimmst. Ich übernehme gerne die Drecksarbeit. Dafür darfst du ja manchmal mein Zeug auch tragen. Wow. Bin ich tot? Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot. Oh nein. Haben wir denn gerade noch abgespeichert vielleicht? Ist etwas unübersichtlich ist der Planet ja schon, aber ja, ach Gott. In aller Ruhe. Wir wollen nichts Wertvolles übersehen. Komisch, ist immer noch blau, weil wir... Ah, okay. Wir müssen noch mehr von diesen scannen. Wer springt da durchs Gebüsch? Ornament und Antibiotikum. Antimikrobiotikum. Gelaufen jetzt. Noch einmal müssen die einen treffen. Wow. Starke Biester. Schönes Bild. Das darf doch nicht wahr sein. Oder sind wir irgendwie schon am Ende oder so? Am Ende von unseren Kräften? Du trägst dieses schleimige Ding, oder? Ich trag das, bis du das trägst, ja. Oh, das eine Viech ist abgehauen, oder?
Leben die? Schlafen die oder? Okay, haben wir 100%. Wachsam sind sie. Es sind Käferkrabben. Also wie gesagt, Einstellung ist wachsam, Ressource, Membran. Sehr gut. Membran, Biome, Savanne, Sumpfgebiet, Sommergrüner Wald und die Gesundheit. Ja, okay, 245 bei dem Kumpel hier. Was ist denn das für ein Geräusch? Wir haben immer noch irgendwie ein Tier zu entdecken. Es kam das. Das ist das Geräusch. Eine Weltraumschabe. Aromastoffe haben wir auch hier auf dem Planeten. Huch, die Anomalie gucken wir uns in Ruhe in der nächsten Folge an. Ja, das heißt, wir können sie uns ja jetzt schon mal... Ah, wir sehen ja schon, wo das hinführt. Ja, damit bedanke ich mich also für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir die mächtige Käfergrabe zu Ende gescannt. Ja, wir waren so ein bisschen auf Alien-Wildjagd, wenn man so will. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.